Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Wir bleiben bei den UEFA Heroes und ich habe mich heute für Nadine Kessler entschieden. Wie geil sieht bitte diese Karte aus und kostet nur 170.000. Bin wirklich gespannt, ob die auf dem Platz was reißen kann. 1,69 Meter Körpergröße, kommt dem Dribbling entgegen hoch, Mittelarbeitsrate. Nach hinten hätte ich nochmal gerne hoch gehabt, weil die Karte sieht einfach nach einer Box-to-Box-Karte aus. Ich werde versuchen, sie mit den Anweisungen so auch zu schicken. Spezialbewegung und schwacher Fuß, 4 Sterne, auf der Position mega. Und bei den Attributen sieht das alles richtig gut aus. Ich bin hier mit dem Shadow gegangen, weil die Schusswerte, die sehen bombastisch aus. Wenn die im 16er ist, muss die einfach Tore schießen können. Die Tempowerte bei hoch- und runterlaufenden Spielern können die gerne was dazu bekommen, sehen aber eigentlich von Haus aus schon gut aus und jetzt sollte die auf jeden Fall Meter machen können. Das Passspiel überragend. Übersicht 93, Flanken im Notfall auch. Kurzer Pass 93, langer Pass 91. Als Vorbereiterin erste Sahne. Das Dribbling ein bisschen am Struggeln, Beweglichkeit, Balance 78, 76, aber die kleine Körpergröße wird das wahrscheinlich regeln. Reaktion 91, Ballkontrolle 93, Dribbling 89, Ruhewert 87 sind Top-Werte. Die Defensivwerte konnten ein bisschen was gebrauchen, nicht ganz perfekt, deswegen auch hundertprozentig hier mit dem Shadow, und um sie so around wie möglich zu machen. Und jetzt sehen die Werte wirklich gut aus und ich habe da auch keine Sorgen. Physiswerte bringt sie uns auch sehr, sehr vernünftige für die Körpergröße mit. Ausdauer 84, Stärkewert 79, Aggressivität auch 79, sehr, sehr gut. Dann bei den Spezialeigenschaften, ihr Playstyle Plus ist der entscheidende Pass auf der Position, wirklich cool. Was noch cool ist, ist der weite Pass auf der Position, benutze ich auch sehr gerne. Dann hat sie aber Defensiv-Trades und das ist wirklich gut. Sie hat das Abdrängen dabei und das Abfangen dabei, sehr, sehr gut. Dann Flair und noch hier den First Touch, sehr gut, wenn sie harte Bälle abbekommt oder schwierig anzunehmen, den nimmt sie die viel leichter mit. Den Trivea bringt sie uns auch noch mit, also hier geht es genauso allround weiter. Ich bin jetzt gespannt, was diese Karte auf dem Platz bringt. Ab geht's. Und hier kommt Frau Kessler schon und wir müssen das Ding reinbringen. Guter Pass, schade, nicht schnell genug abgeschlossen. Trotzdem geile Aktion. Oh, was für ein geiler Pass. Und wir müssen nur noch reintreffen. Jawohl, sehr gut gemacht. Die Passwerte kommen richtig gut rüber, stark. Und damit hat der Gegner auch keine Lust mehr weiter gegen uns zu kämpfen. Die Aktion war aber auf jeden Fall cool von ihr. Ich hoffe, es geht so weiter. Sie darf abziehen und sie macht die Bude und wie geil sie den Ball nach vorne geholt hat. Wirklich stark und sehr, sehr guter Abschluss. Krass. Ja, sehr gut gemacht. Defensiv muss sie auch abliefern und das tut sie bis jetzt auch. Ich habe hier echt keine Probleme, besonders ihre Beweglichkeit gefällt mir sehr gut. Oh, Reaktion top. Wir schießen einfach von hier drauf. Und was für eine Granate sie dort auf dieses Tor zieht, das ist wirklich krass. Mir gefällt diese Karte bis jetzt. Sie ist wirklich, wirklich gut. Ja, Frau Kessler hier wieder zur Stelle. Sehr gut gemacht. Und so will ich das sehen. Schön defensiv auch mitarbeiten. Ja, wieder gut gemacht. Schön, schön dranbleiben. Und das ist bei ihr wirklich geil. Da kommst du nicht so schnell weg. Die hat wirklich sehr agile Bewegungen und das ist sehr wichtig, damit der Gegner einen nicht abhängt. Ja, kein Problem hier für sie. Sehr gut gemacht. Der Gegner versucht hier immer im Haken zu schlagen und so, aber sie macht das wirklich, wirklich gut. Ich bleibe immer dran und defensiv, die Werte kommen gut rüber. Jawohl, komm schon. Wir kommen hier jetzt ran und brauchen nur noch einen guten Schuss. Schade, diesmal hat sie nicht so einen ganz starken Wurms aufgeholt, aber ich nehme sie gerne mit nach vorne. Die ist auf jeden Fall für ein Tor gut. Ja, schade, auf den Kopf zwar getroffen, die Passwerte kommen auch wunderbar rüber. Also wirklich, man muss sich nur trauen und die benutzen und dann macht sie auch solche dicken Pässe hier. Und Frau Kessler wieder im Weg gestanden, sehr, sehr gut gemacht. Und wir können das Ding hier jetzt wieder schön aufrollen. Mal gucken, ob sie nach vorne geht. Ja, macht sie. Und nächste Bude. Jawohl, nächste Bude. Krass, was sie hier abliefert. Und wieder guter Pass. Zidane hat auch schöne Passwerte. Und ich wollte es mal aus der Distanz probieren. Klar hätte ich näher rangehen können. Distanzschüsse bei ihr sind auch richtig gut. Sehr gut gemacht. Wieder im Passweg gestanden und genau das brauchen wir. Und jetzt ein Pass in die Spitze. Der Gegner hat natürlich ein bisschen aufmachen müssen, um hier noch ranzukommen. Aber wir kommen schon.
Frau Kessler, und der Pass ist da und das Tor ist da. So funktioniert das, Freunde. Das Spiel ist rum und Kessler hat hier richtig was abgerissen, hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu spielen, ob defensiv oder offensiv. Sie war da, hat ihren Job gemacht. Ich hoffe, es geht so weiter. Geil. Oh, nicht schlecht, die Aktion. Richtig geil wieder. Also ich nehme die wirklich, wirklich gerne mit nach vorne. Die kreiert immer richtig gefährliche Situationen. Kessler darf den Freistoß selber schießen, den sie hier gemacht hat. Und gar nicht so schlecht, das Ding. Schade, dass der nicht reingegangen ist. Defensiv ist sie auch wieder da. Sehr gut gemacht. Und die bremst die Gegner wirklich aus. Ich hatte Bedenken, dass sie defensiv vielleicht Probleme kriegt wegen dem Stellungsspiel. Aber nein, die macht das super. Schicken sie wieder mit nach vorne. Und hier schade, sie da nicht ganz. Insgesamt bei dem Spiel ruckelt es ein kleines bisschen ab und an. Ich hoffe, das legt sich gleich. Nächste Torchance und sie macht die Bude schon wieder. Also wirklich, die Karte, ich verlieb mich gerade in diese Karte und ich will die nicht abgeben. Oh, gut gemacht. Und hier bisschen hier die Verteidigung unterstützt. Das war auch nötig. Schön den Pass abgefangen. Oh, guter Pass von Zidane. Und mit dem Außenrissschuss. Jungs, Alter, ich verspreche euch, diese Karte macht wirklich Fun. Und die bringt eine Power mit. Unglaublich. Und bitte, habt ihr solche Pässe schon mal gesehen? Meine Güte, entscheidender Pass, das ist noch gar kein Ausdruck. Die spielt den wirklich entscheidenden Pass. Krass. Das nächste Spiel geht auch an uns. Kessler wieder, überragender Job. Ich bin bereit fürs Fazit. Das war die UEFA Hero Karte von Kessler. Und Leute, die kriegt die kompletten 100% von mir, weil die Karte hat mir abgefahren gut gefallen. Und diese Karte bleibt im Team. Wahnsinn, was die abgeliefert hat. Ob es defensiv ist, dort hat sie wirklich gut geregelt, ist auch manchmal schön tief gegangen. Ich habe die 4-4-2-2 gespielt, damit sie im ZDM ist, damit sie nicht ganz so weit nach vorne geht, ohne dass ich es will, sondern nur, wenn ich sie schicke. Und das hat wirklich sehr gut geklappt und die Frau hat richtig abgeliefert. Wenn irgendwie mal ein Verteidiger zu weit nach vorne gegangen ist oder nicht ganz im Spot war, hat sie auch mit ausgeholfen. Aber sonst im zentralen Mittelfeld hat sie wirklich viele Pässe abgefangen und auch Zweikämpfe gewonnen, hat sie sehr gut gemacht. Das Passspiel von der guten Frau ist insane gut. Also wirklich Hut ab, richtig geile Bälle, die die dort liefert. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Dann bringt ihr noch diese wunderbaren Schusswerte, die Tempowerte und das Dribbling mit. Das ist wirklich genial. Ich habe das wirklich geliebt, mit der zu spielen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, dieses Review. Also Leute, wer die Karte hat, wirklich benutzt diese Karte, das ist eine Waffe, die macht richtig Spaß und bringt einen Mehrwert, die macht euch einfach besser. Wenn ihr so eine Karte sucht, das ist eure Frau, holt ihr euch. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Review helfen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wer neu auf den Kanal gestoßen ist, abonniert das Ding, verpasst keine Reviews mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.